Alonso. Heidfeld hinter Hamilton. Montreal 2007, los geht's. Guter Start, Hamilton, Alonso versucht, hinten steht ein Honda, aber Hamilton hat's und Heidfeld riskiert das innen. Nein, Alonso außen, da will sie überhaupt nicht die Erste. Ja, was denn jetzt? Ui, er hat's riskiert und verloren. Heidfeld ist Zweiter, jetzt muss er sich wehren da gegen Massa, der gut gestartet ist. Aber er ist Dritter geblieben, da hat er noch einiges gerettet. Heidfeld zwischen den McLaren, dahinter Massa. Viel Risiko ist eingegangen. Hier. Und wieder diese Stelle. Sag mal, das ist doch nicht normal. Ich glaube, der hat keine richtigen Bremsen mehr. Und da rutscht dann der Massa durch. Ein erstes Bild. Bang, subtil. Ist der Auslöser. Und ab. Aber die Fahrer wissen das doch. Unfall Kubica! Böser Crash! Oh wei, das ist unten in der Haarnadel. Und das gibt natürlich mindestens ein Safety Car. Sind das furchtbare Bilder? Mensch, rühr dich. Safety Car ist schon wieder draußen. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ei, ei, ei. Diese Kanada Grand Prix sind wirklich immer Wahnsinnsrennen. Und hoffentlich ist das hier nicht negativer Wahnsinn. Versteinerte Minen. Kovalainen. Das sah nach einem Auffahrunfall. Ja, abgedrängt worden. Ach du lieber Gott. Von Trulli. 300 Sachen. Abgedrängt von Trulli. Diese Trulli drängt ihn ab und dann hebt er ab und schlägt. Ach, Horror. Mann, das ist der pure Formel 1 Horror. Schauen Sie sich mal diese entsetzten Gesichter an. Er hat Trulli überholt. Und jetzt Alonso, Achtung, Mauerkuss. Jutzi muss es sein. Speed fährt ja nicht mehr. Wall of Champions, nächster Zwischenfall. Und hier greift Alonso nach Trulli außen unter Gelb. Aufpassen, da ist er schon mehrmals ausgeritten und auch jetzt wieder. Eieiei, das vierte Mal Alonso draußen. Was für ein Chaos. Immer die gleiche. Okay, hier kommt der Crash. Achtung, da hinten ist er schon neben der Linie. Mhm. 30 gleich das Rad ab. Alles weitere relativ harmlos. Da bleibt er noch am Reifenstapel hängen, siehst du? Ja. Das Rad. Spät, weil er kam ja von sehr weit hinten, Marc. Der ja, Alex ja. Könnte durchfahren trotz des Heckflügels. Und hier fliegt ein Toyota ab in der Safety Car Phase. Trulli! Beim Reifen anwärmen, Fragezeichen. Oder gab es da eine Kollision? Oder ist die Vorderaufhaltdrehung kalibriert, wie schon am Freitag? Buona notte Maria, wird er sich denken. Hier kommt's. Ich denke, du hast recht. Die Kamera sagt uns nicht viel. Außer, dass er gecrasht hat. Ja, jetzt haben wir dann noch 11 Autos im Rennen. Die Hälfte ist weg. Ja. Dieser Grand Prix. Sagenhaft. Aber was war da? So wirklich wissen wir es anders. Jetzt geht Modern Gladiator in Kanada in die Schlussphase. Noch 10 Runden. Restart, Hamilton, Heidfeld.
Rins, Barrichello, los geht's. War alles drin. 4 Safety-Car-Phasen, schwerer Unfall, Wall of Champions, Abflüge, Bestrafungen, schwarze Flaggen. Was geht eigentlich sonst noch? Das zur besten Sendezeit. Echt drüber reden, wenn dann alles gut gegangen ist. Jetzt Auto, außen! Außen und zwar auf der guten Bremslinie und er hat die. Er kriegt auch die Kurve. Starkes Manöver. Sato auf der 7. Also die härtere Mischung. Ja. Der hat mehr Grip, der kann ihn angreifen. Pass auf. Haarnadel wäre eine gute Stelle. Kampflinie, Alonso schaut in den Spiegel, wirft die Tür zu in Turn 10 und Sato steckt im Getriebe. Jetzt das Beschleunigungsduell, Marc, Traktion. Ja genau, da ist mit dem besseren Reifen bist du da besser unterwegs. Wo macht das? Wieder links aus dieser Sicht? Alonso fährt Kampflinie, er geht außen. Und jetzt versucht es Sato vor der Wall of Champions außen. Alonso bremst spät und Sato kriegt er sie, ja oder nein? Er hat ihn. Sensationell. Klar, wir wissen wegen der Reifen, okay, aber er muss es auch machen, ne? Sato kassiert Alonso. Eine Strecke, die glatt war wie Eis am Ende. Chaos beim Reifenwechsel, Bestrafungen, schwarze Flagge für die Roten, für Massa. Unfassbar. Und jetzt ist das alles zu Ende. Lewis Hamilton gewinnt in Montreal 2007. Erster Sieg für den Briten. Herzlichen Glückwunsch. Nick Heidfeld stellt den BMW sauber auf die 2. Alex Wurz ist Dritter. Kovalainen Vierter.